Hallo liebe YouTuber, Herbstzeit ist eine wunderschöne Zeit und es gibt so tolle Farben. Und mir ist so eine Idee gekommen heute, wie man diese schönen Topfpflanzen kombiniert, ja, mit Frischblumen, dass man was Blumiges macht, kombiniert zu Erika. Sieht schon jetzt so toll aus, wenn man das zusammenhält. Das zeige ich euch im Video. Aber zuvor gibt es jetzt noch eine kleine Rundschau mit unseren aktuellen Arbeiten im Laden. Dann gibt es wieder einen super interessanten Teil über die Pfingstrosenpflanzen in Unterfranken. Und dann kommen wir natürlich zu der eigentlichen Arbeit, dass ich euch eine wunderschöne Do-it-yourself-Idee zeige. Aber los geht's mit der Ladenrundschau. Der Ladenrundschau und ihr könnt euch schon vorstellen, was das ist. Das sind schon die so, nicht nur Herbstgrenze gibt es auch sowas, sondern das sind schon die kleine Vorschau. Ich zeige aber nicht so viel für Weihnachten. Ja, und wir sind schon hier emsig am Machen. Es gibt schon Prototyp und ich kann euch sagen, es folgt eine schöne Videoserie, einen ganz tollen Adventskranz. Da bin ich am Arbeiten. Aber jetzt gehen wir schnell weg und weiter, weil hier gibt es nämlich nochmal eine ganz irre Arbeit. Ja, wir haben also viele Reservierungen. Hier sind auch, also es gibt schon die ersten Herbstgrenze. Wollt ihr Herbstgrenze sehen? Ich hätte gerne die Kommentare von euch. Schreibt mir mal bitte. Und ja, wir haben Reservierungen für Veranstaltungen, bestimmte Blumen. Und das ist jetzt schon schön eingepackt. Das ist was ganz, ein wunderschöner Urnenkranz. Der nennt sich Rosenschaukel. Ja, und das ist also wirklich so wunderschön mit dieser Schwungform auf einem Geflecht. Und jetzt muss man sich hier vorstellen, natürlich, das ist die Urne. Wir haben eine Dose mit Steinen gefüllt, weil wir haben ja ein bisschen Gewicht gebraucht. Und da sind also diese vielen, vielen, vielen Rosen drin. Und auch ganz zart dazwischen Nelken, die dann so schön füllen. Ja, hier so ganz toll in diesen schönen bunten Farben. Ja, also das ist eine sehr spezielle Arbeit, die habe ich total selten. Ja, das ist jetzt zu den aktuellen Arbeiten. Jetzt gehen wir erstmal nach Unterfranken und dann geht es weiter im Video. So, und wieder ein neuer Teil der Pfingstrosen-Serie vom Holzeckerhof. Und wir sind jetzt hier in einem Folientunnel. Das ist also schon beeindruckend, hier drin zu stehen. Und man sieht, es sind jetzt hier hunderte von Pflanzen. Die sind jetzt hier alle in Kübeln. Und der Sebastian Sauer hat jetzt mal eine aus dem Kübel rausgeholt und zeigt uns, was hier zu beachten ist oder was es Interessantes gibt, wenn man die Pflanze rausnimmt. Ja, und zwar, wir haben jetzt hier in den Eimern Versuche gemacht, in den Töpfen mit Pionenpflanzen. Und was ich euch hier eigentlich mal zeigen wollte, deswegen habe ich so eine Pflanze rausgenommen, dass die hier im Sommer quasi die Triebspitzen fürs neue Jahr ansetzen, sind diese kleinen weißen Spitzen. Ich hoffe, man kann es sehen in den Videos. Mhm. Und das sind dann quasi alles Neuaustriebe, die im kommenden Jahr dann wieder neue Stiele und neue Blüten machen. Und die Anlage dafür ist quasi immer im Jahr vorher. Und das kann man jetzt hier an der Pflanze recht schön sehen. Mhm. Toll. Genau. Also ich habe auch heute gelernt, dass die Päonien, wenn man die im eigenen Garten setzt, erst im zweiten Jahr blühen. Gell? Im ersten Jahr noch nicht, wenn man die neu pflanzt. Das ist ein bisschen sortenabhängig. Ja. Also es gibt Sorten, die im ersten Jahr schon Blüten machen. Mhm. Und wenn eine Päonie nicht blüht, dann liegt es meistens auch daran, dass sie einfach zu tief gepflanzt ist. Also wir empfehlen einfach, dass die Triebspitzen, die wir eben hier uns angeschaut haben, dass die einfach nur 2 bis 3 Finger mit Erde bedeckt werden in der bei der Pflanzung oder während der Pflanzung im Herbst. Mhm. Weil Päonien es überhaupt nicht mögen, wenn sie einfach verschüttet werden oder zu sehr zugedeckt werden, dann machen sie nur sehr viel Laub, aber keine Blüten. Okay, und Frage noch, also das ist ja schon mal total interessant, also nicht zu tief. Und die sind jetzt hier in Töpfen und wir haben jetzt darüber gesprochen, wenn die jemand bestellt, geht es auch im Topf oder soll der die lieber in die Erde pflanzen? Und was hätten die gern für eine Erde? Ja, also wir empfehlen immer in die Erde zu pflanzen. Mhm.
Die Stauden haben dort die Möglichkeit, über die Feinwurzeln einfach viel tiefer und viel breiter sich auszubreiten und sich dann viel besser zu entwickeln mit der Zeit. Peonien wachsen grundsätzlich auf jedem Boden, egal ob das jetzt ein Sandboden ist, egal ob das jetzt ein Lehmboden oder ein Tonboden ist. Wenn es ein recht schwerer Boden ist, würde ich einfach das ein bisschen auflockern mit Humusbeigaben, einfach einen Sack Erde dazu kaufen. Oder wenn es ein sehr sandiger Standort ist, einfach auch ein bisschen aufpeppen den Boden mit auch eben Humus. Mhm. Und dann kann sich so eine Peone einfach super entfalten. Okay, also und im Boden, habe ich auch gelernt, bekommen die dann auch viel festere Stiele, viel dickere. Also die Peonien dann doch im eigenen Garten nicht in die Töpfe, in die Erde müssen sie, damit sie was werden. Und wenn ihr jetzt neugierig seid auf die vielen tollen Sorten, die es hier gibt, ich zeige euch ja immer ein paar Bilder und ich führe euch wieder durch den schönen Webshop, wo ihr diese Peonienpflanzen bestellen könnt für euren eigenen Garten. Deutsche Gärtnerware ist doch Trumpf und jeder spricht über Regionalität. Wir leben sie einfach, oder? Das ist doch das Allerbeste. Richtig. Wir freuen uns auf euch. Ich zeige euch jetzt, wie man den Webshop findet. Ihr tippt im Browser donpeoni.de, kommt auf die Homepage. Das ist der Überblick. Hier seht ihr auch Sebastian und Susanne Sauer mit ihren Pfingstrosen im Folientunnel. Und dann geht ihr auf Neuigkeiten. Und hier sieht man, die Pfingstrosen sind natürlich für dieses Jahr alle abgeerntet. Aber ihr könnt euch die schönsten Sorten als Pflanze bestellen für euer Zuhause. Das heißt, ihr geht jetzt weiter auf diesen Link. Hier geht's zum Shop. Einmal klicken. Und schon ist man in dem Pfingstrosen-Pflanzenshop, Pfingstrosen für deinen Garten. Bestellt werden können sie jederzeit. Die Auslieferung ist ab Ende September, Oktober, November, in dem sie auch idealerweise gepflanzt werden sollen. Und je früher man bestellt, desto sicherer bekommt man natürlich die Sorte, die man gern hätte. Und es gibt hier ganz, ja, ihr könnt ganz nach euren Wünschen auswählen. Ich zeige euch hier, es geht nach der Blütenform. Mein Favorit sind ja die gefüllten, wobei es gibt auch tolle ungefüllte. Nach der Blütengröße, dann auch kann man die Blütezeit auswählen. Die Pfingstrosen fangen ja dann so Ende April an draußen. Ob sie duften sollen, das Farbspektrum ist unglaublich, sind ganz tolle Farbspektren. Und um euch einen Eindruck zu geben, was ihr für tolle Pflanzen im Webshop bestellen könnt, die werden übrigens wurzelnackt geliefert. Das heißt, die haben keine Blätter, werden also dann im Herbst gepflanzt und im Frühjahr kommen dann zum ersten Mal die Pfingstrosen. Ja, viel Spaß beim Bestellen und vergesst nicht den Rabattcode MARGIT beim Bestellen, weil damit bekommt ihr 5% Rabatt. Viel Spaß und viel Erfolg, ihr Lieben. Ja, zu meinem Video heute. Ich habe überlegt, wie kann ich Frischblumen vereinen mit der schönen Erika. Also Erika ist ja auch was Frisches. Aber es gibt dann ab und zu Arbeiten, die ich sehe, da ist eine Erika mit, ja zum Beispiel Erika um den Töpfchen, Moment, hier ist eine, die hängt, so. Da ist eine Erika zum Beispiel um ein Töpfchen mit Frischblumen gewickelt, wie wenn ich die jetzt nehmen würde und hier drumherum wickeln. Das ist zwar immer ganz toll, aber ich habe das Problem, wenn die Erika abgeschnitten ist, nach 2 bis 3 Tagen rieselt die total und das finde ich irgendwie doof. Folglich habe ich überlegt, wie kann ich Erika mit Frischblumen kombinieren und kann das so kombinieren, dass die auch halten. Und die einzige Möglichkeit ist, ich lasse die Erika im Topf und mache diesen Topf hübsch. Und das mache ich einfach, indem ich so einen schönen Wollfilz nehme. Den Wollfilz, ich habe jetzt mal nebenher Maß genommen und um den Topf, wie viel ich brauche, schneide diesen Wollfilz ab und entweder kann man jetzt mit Heißkleber arbeiten, was ja aber nicht immer sein muss. Also Wollfilz
ist super wetterbeständig, den kann man rausstellen, der ist, der sieht ganz toll aus. Ich stelle den jetzt mal hinter mich und das Schöne ist, ich brauche also jetzt nicht Heißkleber, ich brauche auch nicht Nähen. Ah, und das Telefon ist auch noch. Okay, palim palim, ja, gleich geht's weiter. So, Telefonat erledigt. Also den, diesen Wollfilz, den brauche ich eigentlich gar nicht kleben, weil das Schöne ist, was wir immer machen ist, wir machen einfach mit dem Tacker, ja, machen einfach eine Naht. Ja, hier ist es so schön wie genäht. Ich lasse es extra oben ein bisschen offen, drehe das um und stelle meine Erika in meinen getackerten Wollfilz. So, mach das oben, klappt es noch so ein bisschen auseinander und finde die ist also so süß eingepackt. Ja, das ist schon so kuschelig, wie so im Herbst. Achtung, ich möchte gern Wärme. Ja, dann habe ich als nächstes mir gedacht, ich würde eigentlich gern ein kleines Frischblumengesteck hier reinmachen. Frischblumengesteck, ich habe einen Pinholder genommen. Meine hat jetzt nur noch drei Beine, aber normal haben die vier. Und habe das mit Knetfix auf der Unterlage fixiert. Und mein Gedanke war, ich könnte ja einfach ein Frischblumengesteck hier reinmachen. Und damit es hier nicht so rumeiert, mache ich das, nehme ich das Tellerchen und habe einen Draht gebogen. Ja, hier sieht man schön, den habe ich so gebogen, habe wie ein kleines U gemacht. Und diesen Draht, den mache ich jetzt mit Heißkleber. Zuerst überlegt, ob das geht. Und wir haben das ausprobiert. Meine Mädels haben gesagt, das geht. Den mache ich mit Heißkleber auf dieses Tellerchen drauf. So schön dick Heißkleber drauf machen. Und einmal den Draht drauf machen und trocknen lassen. Genau. Erstmal ein bisschen abwarten, trocknen lassen. Dann kann ich ja in der Zeit keine Zeit verschwenden. In der Zeit hole ich mir mal ein kleines Würfelchen Steckmasse. Viel brauche ich ja nicht. So, und dann gucken wir mal. Unser Tellerchen. Machen wir den Steckmassewürfel drauf. Und dann kommt es mit dem Draht. Ich bin nicht sicher, ob das schon hält. Es muss doch eine Weile kalt werden. Das sind immer so Erfahrungswerte. So schnell im Video ist dann doch ein bisschen schwierig. Es braucht auch alles seine Zeit. Ne? Gut Ding will Weile haben. Dann braucht es auch ein wenig Festigkeit. Ich nehme den Draht und füge den in meine Erika-Pflanze ein. Und schon steht mein kleines Gesteck. Ja, ich habe gerade so überlegt, nochmal so Rolle rückwärts, war gerade eine Überlegung, ob man nicht zuerst das Gesteck macht und dann den Draht dran. Kann man auch machen, dann muss man das halt in der Hand festhalten. So lasse ich jetzt die Pflanze im Grunde genommen, mein Tellerchen festhalten. Wie auch immer, ich glaube, ihr findet einen Weg. Also das kann man flexibel handhaben. Ich mache jetzt auch Efeublätter da drumherum, um dieses Tellerchen zu verstecken. Ja? Und es ist natürlich schön, wenn die Blätter so ein bisschen breiter sind. Ja, dann kann man die so nach unten biegen. Braucht gar nicht so viel Stiel. Ganz witzig, wie der Efeu hier so drin ist in der Erika. So, kann das Ganze auch, also ich möchte das Ziel meines Tellerchens ist es natürlich, oder Entschuldigung, des Efeus. Ich muss auch immer überlegen, was ich sage. Das Ziel vom Efeu ist natürlich, das Tellerchen zu verstecken. Ja, und hier sieht man sie jetzt auch, wenn man das, man kann das so ein bisschen umklappen. Ja, ist eigentlich ganz süß. Ich entwickle ja auch meine Ideen öfters mal im Video. Und genauso habe ich das jetzt auch heute gemacht, weil ich habe so überlegt, was kann man denn schönes, herbstliches machen? Und da ist mir ein kleiner Rundumblick im Laden und schon ist mir die Idee gekommen. Das fand ich jetzt eigentlich ganz, ganz süß so. Gut, also macht die Stiele nicht zu kurz, ja, sonst, wenn man hier ein bisschen rumwurschtelt, sonst gehen die Stiele wieder aus der Steckmasse raus. So, dann kann man einen schönen, bärigen Efeu, also noch blüht der nicht, ja, weil der blüht jetzt dann bald wieder und sobald der Efeu blüht, dann kann man wieder den nicht so schön verwenden, weil der Streusel so fürchterlich.
So, nachdem ich die Steckmasse jetzt mit Efeu verkleidet habe, kann ich mich auch daran machen, Blüten zu stecken. Und ich versuche die Blüten möglichst kurz zu stecken. Die Nelken nie im Knoten kürzen, immer zwischen den Knoten, das ist ganz wichtig. Und was man natürlich machen muss, ist, dass man diesen Unterteller, der wackelt natürlich sonst, den muss ich jetzt schon festhalten beim Stecken und ein bisschen stützen, ja, in die Hand nehmen. Und was ich da auch machen kann mit so einem Besteck, wenn es so kurz ist, kann ich natürlich so wunderbar mein Blütensammelsurium nehmen. Und ich kann auch so schöne herbstliche Zutaten wie diese Mohnkapseln, kann ich hier schön verarbeiten. Was dann ganz toll ist und was jetzt natürlich der Knaller ist zum Herbst, sind die Physalis. Also es ist wirklich so auf die Schnelle. Manche von euch haben ja einen Garten und haben auch noch tolle Blüten im Garten. Man kann also wirklich so auf die Schnelle eine schöne kleine Blumenarbeit machen. Und das Schöne ist natürlich auch daran, man kann die Blüten ja austauschen, die Erika immer wieder wässern und man kann also immer wieder so ein hübsches, kleines Gesteck in diese Erika reinmachen. Ja, also man nimmt einfach den Teller raus und macht wieder eine neue Arbeit rein und steckt das wieder rein und weiter geht's. So, hier muss ich noch ein bisschen füttern, wo mein Kameramann gerade ist. Genau, da habe ich noch so ein schönes Loch. Da kommt jetzt einfach ein bisschen Efeu rein, ein bisschen was Bäriges. Je größer die Blumen, desto schneller seid ihr natürlich fertig. Das sieht man jetzt daran, wie schnell das hier zu ist. Und auf der anderen Seite hier musste ich natürlich jetzt noch ein bisschen, wenn ich so feine Blumen nehme, wie diese Alchemilla, dieser Frauenmantel oder die kleinen Santini-Blüten, die zeige ich euch gleich nochmal, welche ich meine. Ja, das, wenn ich sowas nehme, hier so kleine Santini, da brauche ich natürlich länger. Und also je kleiner die Blüten, desto länger steckt ihr und desto länger arbeitet ihr. Das geht natürlich bei allen Gestecken so. Aber ich glaube, das Prinzip habt ihr wahrscheinlich verstanden, nehme ich an. Und auch wenn ich jetzt nicht hier noch ewig lang stecke und alle Details reinnehme, so ist doch eigentlich klar, was jetzt das Ziel war. So, im Eifer des Gefechts kann auch mal so eine Erika hier abbrechen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen Risiko. Aber was ich machen kann, ist, wenn ich hier die Erika habe und die bricht ab, dann nehme ich einfach meinen Heißkleber und klebe sie oben wieder dazwischen. Und schon ist sie wieder als kleines Element, spitzelt sie da oben wieder rein. Und ich würde sagen, kann jetzt noch lang weitermachen, aber eigentlich ist die Arbeit schon fertig. Und das ist jetzt so eine tolle Sache. Die Erika streuselt nicht so schnell, wenn ihr die wässert. Ganz wichtig, ihr müsst die schon immer mal wässern. Und was ihr natürlich auch machen könnt, was super ist, dadurch, dass hier unten, dass man das hochklappen kann, könnt ihr einen kleinen Untersetzer drunter stellen und könnt dann in den Wasser gießen und man kann die sich schön von unten vollsaugen. Das machen wir auch oft. Und dann ist diese Erika sehr glücklich und hält auch drin ganz lang. Ja, und das war für heute mein kleines herbstliches Blumengesteck mit der haltbaren Erika. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich freue mich über eure Kommentare, was ihr gern mehr sehen würdet. Und erzählt mal, ob ihr schon Pfingstrosenpflanzen bestellt habt. Ich bin da ja totaler Fan davon. Und ich sage einfach tschüss, bis zum nächsten Video und bis zur nächsten Idee. Und es kommt bestimmt wieder was Tolles, Herbstliches, weil erstmal haben wir Herbst. Also, alles Liebe, bis bald. Tschüss.